Servus Freunde und willkommen zur ersten Folge zu meinem Griechenland oder Kreta Special. Und heute war der Anreisetag und das ist der erste Eintrag hier zu meinem Videotagebuch, was ich auf der Reise führen möchte. Anreise war super, hat alles gut geklappt, Gepäck im Flugzeug angekommen, Helm und so, alles tipptopp. Und war jetzt hier mit den anderen Jungs von der Gruppe noch eine Kleinigkeit essen und habe schon mal so ein bisschen hier den Ort erkundet. Und ab morgen geht es dann los, ab 10 Uhr sind wir auf den Bikes unterwegs und ich bin ein bisschen kaputt von der Anreise. Wetter ist mega, die Leute sind nett, der Guide macht einen super Eindruck und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage und will jetzt aber gar nicht lange quatschen, sondern sag gute Nacht von Kreta und melde mich morgen mit ganz, ganz viel Enduro-Action wieder zurück. Ciao! Bevor es in der nächsten Folge dann wirklich in den Staub von Matala auf den Enduros geht, möchte ich euch gerne noch ein paar Informationen zu dem Ort selbst geben. Matala liegt an der Südküste von Kreta und ist mit ca. 67 Einwohnern ein relativ kleiner Ort. Unser Guide hat uns erzählt, dass die Bewohnerzahl von ca. 1000 innerhalb der Saison bis unter 10 in der Nebensaison schwankt. Matala selbst ist schon seit der Jungsteinzeit besiedelt. Hier entstanden auch die weltweit berühmten Höhlen von Matala, die in der Jungsteinzeit als Unterkunft dienten, die Römer nutzten sie als Grabstätte und die Hippies in den 60ern nutzten sie wieder als Wohnhöhlen. In der griechischen Mythologie ist Matala der Ort, an dem der Gott Zeus in Stiergestalt mit der phönizischen Prinzessin Europa an Land geht, sich in einen Adler verwandelt und Europa selber weiter nach Gotthyn bringt. Also wirklich ein Ort mit Geschichte. Den Hippie-Flair hat sich Matala bis heute erhalten. Die meisten Hippies kamen übrigens aus Amerika und waren junge US-Bürger, die vor dem Kriegsdienst in Vietnam flohen. Matala selbst ist schon durchaus touristisch, allerdings nicht zu sehr oder dass man sich in einem klassischen Massentourismusort mit Bettenburgen wiederfindet. Das hier waren übrigens nicht unsere Bikes, die waren grün und die stelle ich euch in der nächsten Folge vor. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Reinschauen, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinem Kanal und sage Tschüss und bis demnächst.